Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute ganz einfach und unkompliziert den RC Bandito Merchant. Dazu braucht ihr noch eine Jobmarkierung. Wer nicht weiß, wie man einen Job markiert, ganz kurze Anleitung. Ihr geht auf den ersten Link in der Beschreibung. Der führt euch zu Social Club. Da drückt ihr dann auf die jeweilige Plattform, wenn ihr noch kein Social Club Konto habt. Bei mir wäre es jetzt hier PlayStation. Ihr drückt da drauf. Ihr werdet dann nach euren PlayStation Daten gefragt. Gebt die dort ein und dann werdet ihr automatisch eingeloggt und habt dann auch ein Social Club Konto. Anschließend auf den zweiten Link gehen in der Beschreibung bzw. auf die Jobs und dann markiert ihr euch einfach diesen Job. Ist der dann markiert und ihr befindet euch noch im Online-Modus. Online-Modus kurz verlassen und dann einfach wieder in eine Einladesitzung gehen. In der Sitzung dann angekommen, begebt ihr euch jetzt hier zur Arena-Werkstatt. Dort sollte das Fahrzeug drin stehen mit den Settings, die ihr dann auf den RC Bandito übertragen möchtet. Ins Fahrzeug einsteigen, rechte Pfeiltaste drücken, ihr fahrt dann mit dem Fahrzeug in die Werkstatt. Das Fahrzeug werdet ihr nicht verlieren und das Fahrzeug wird sich auch nicht irgendwie ändern. Ihr müsst hier einfach nur ein kleines Setting erstmal umbauen, damit das Ganze hier abspeichert und das Ganze dann auch gemerged werden kann. Ist das dann erledigt, Fahrzeug nur verlassen, wir bekommen eine Speicherschnecke, dann gehen wir auf Option, gehen auf Jobs, Job spielen, dann auf die markierten Jobs und hier geht ihr dann auf die Capture und dann sollte hier auch schon ein Job drin stehen, der heißt RC Bandito. Da bleibt ihr jetzt einfach nur drauf, seid ihr auf PlayStation. Dann geht ihr jetzt auf Spielersuche, sucht jetzt einen der AFK-Bots, hier nochmal die Bots eingeblendet, sucht den jeweiligen Bot für eure Plattform heraus. Damit ist es am einfachsten, es werden keine weiteren Spieler benötigt. Ihr gebt jetzt den Namen des Bots hier ein, geht auf den Bot drauf, geht dann auf Beitreten und hier ist es immer davon abhängig, wie schnell das bei euch lädt. Ich muss meistens 3 Sekunden warten. Ich zähle dann immer 1, 2, 3 und dann spamme ich X auf den Job drauf. Wir bekommen einen Black Screen. Einfach so lange X durchspammen, bis ihr wieder in der Arena-Werkstatt drinne seid und euch nicht mehr bewegt. Das heißt, alle Meldungen, die kommen, einfach mit X annehmen. Wir hängen dann eine kurze Zeit in den Wolken, landen dann wieder in der Arena. Ab und zu kann es auch passieren, dass ihr doppelt hochgezogen werdet und dann hier noch unten rumlaufen mit Fehlermeldungen. Einfach alle mit X annehmen und einfach kurz dort weglaufen. Ihr seht, die Jobmarkierung erscheint dann. Nun müssen wir uns in der Jobmarkierung Stück für Stück nach vorne bewegen, Richtung RC Bandito, so lange bis oben links das Menü verschwindet, dass wir mit der rechten Pfeiltaste diesen Job starten können. Schaut euch das hier im Video am besten genau an. Ihr könnt sehr weit nach vorne laufen. Ihr müsst nur darauf achten, dass dann nicht oben links das Menü kommt zum RC Bandito modifizieren. Seid ihr dann weit genug vorne am Kreis, fangt ihr jetzt einfach an, die rechte Pfeiltaste durchzuspammen und dann habt ihr schon gesehen, das Ganze wurde jetzt übertragen und der RC Bandito ist jetzt gemerged. Ihr müsst das noch abspeichern, damit die Settings auch auf dem RC Bandito drauf bleiben. Drücken wir dann nochmal die rechte Pfeiltaste und ändern jetzt ein beliebiges Setting am RC Bandito und wenn das dann erledigt ist, geht ihr einfach aus diesem Menü wieder raus und dann seht ihr, wir bekommen unten rechts nochmal eine Speicherschnecke und damit wäre das abgeschlossen. Gefällt euch dann der RC Bandito nicht mehr, könnt ihr diese Steps einfach wiederholen, andere Designs draufbringen und den somit individuell anpassen, bis er euch gefällt. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Seid ihr neu auf dem Kanal, könnt ihr auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr noch auf der Suche seid nach Leuten zum Zocken in GTA oder zum Traden von Fahrzeugen, dann kommt auf jeden Fall mit auf den Discord-Server. Wir hören uns das nächste Mal. Haut rein und tschüss.